Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, da sind wir wieder mal. Ich höre, wie der Typi hier anscheinend wieder aufräumt. Das liegt daran, das kann man mal richtig beobachten, wie er aufräumt. Schaut mal. Oh. Boah. Ist das nicht cool? Man sieht zwar leider nicht so richtig den Pfeil fliegen. Aber er räumt auf. Das liegt daran, weil ich wieder das Spiel gestartet habe diesmal. Hat mich niemand von hier irgendwie überrascht. Alles ist tot, wie es sein sollte. Mal schauen, was da hinten uns erwartet. Da waren wir nämlich noch nicht. So, mal gucken, ob ich eins von denen anvisieren kann. Ein Hund. Zwei Hunde. Drei, fünf, zehn. So. Aha, da hinten ist auch wieder... Ja. Wo ist mein Schild? Jetzt bist du fällig. Ah, was ist denn hier los? Warum kann ich euch nicht attackieren? Manchmal klappt das nicht so, wie ich es möchte. Und dann klappt es wieder tadellos. Naja, ist halt die Frage, ob man eins dieser Viecher trifft oder eben den Stahlkäfig. Sorry, ich finde das so geil, wie da diese zwei Honks da sitzen. So nach dem Motto, jetzt genießen wir die Show, wie der da anfängt, die Pfeile zu schmeißen, bis wir verrotten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das einfach nur stylisch, sorry. Trotz allem ist die Show vorbei. Zumindest für den. Mit dir habe ich Gnade. Und mit dir auch. Und mit dem Rest auch. Ich habe heute meinen Gnädigen. Meine Nase juckt und da läuft. Ach ne, das ist ein Quatsch, okay. So, okay, also. Balkon hier runter. Da steht einer. Ist das auch schon wieder ein Gebiet, wo ich nicht war? Ich befürchte es. Ich verliere so den Überblick. Also, Respekt an diejenigen, die da nie Probleme haben beim ersten Mal spielen. Ich würde ja gerne das auf mein Alter schieben, aber ich war ja schon immer so. ist ja echt nix sonst. Gar nichts versteckelt. Nee. Naja, bis zum Ende haben wir ausgeharrt und haben Wurzeln geschlagen. War ja schlecht. So. Oh, was ist bis was? Ist... Oh, was? Zwei Hexen auf einmal? Nein. Oh nein, das ist jetzt ein bisschen tödlich für mich. Wie mache ich denn das am besten? Ich habe 5710, ne? Das wäre schon ein bisschen traurig, die zu verlieren. Oh nee. Habe auch keine Magie mehr? Oder doch, Magie habe ich noch. Okay. Ich fülle jetzt schon mal Magie auf. Ich hoffe, das wird nicht klappen. Die kommen da garantiert alle. Ich renne mal runter. Mit der größten Hoffnung, dass ich nur einen abbekomme jetzt. Ja, schön. Hast du da oben? Ihr könnt nicht da durchschlagen, oder? Ich hoffe doch nicht. Seid ihr so klug und geht die Treppen runter? Oder bleibt ihr jetzt oben? Muss ich euch auf so eine lame Art und Weise... Oh, da... Vielleicht habe ich wirklich nur den einen gepult. Ich habe sogar getroffen. Was machst du jetzt? Ah, verloren. Shit. Schade. Aus dem Visier verloren. Oh Gott, da hängen sie auch noch. Shit, das könnte, wenn die ungünstig runterkommen. Ich weiß ja nicht. Also die haben anscheinend keine Lust, nach unten zu latschen. Damen. Dann muss ich euch leider bestrafen, Ladies. Zumindest die eine, die schon angeschlagen ist, bitte. Die eine, die schon angeschlagen ist, da. Aber wenn ich jetzt schnell mache, kill ich die. Prima. Wie es der anderen Schrulle voll egal ist. Hasst ihr euch, oder was? Okay. Das Spielchen kann ich nochmal machen. Jetzt hat sie es gleich ausgezaubert.
ich gehe nochmal runter. Wir wollen ja nichts übertreiben hier, ne? Ah, es ist so cool, wie sie da mit ihren Stäben da an dem Boden knallen. Der Sound und so. Hat man schon einen automatischen Respekt irgendwie. Ne, die bleiben da oben, also es ist denen voll egal. Vielleicht ja jetzt doch nicht mehr. Also, jetzt habe ich die Dinger getroffen. Beweg dich nicht zu schnell. Beweg dich bloß nicht zu schnell, alte Frau. Auch das hätten wir erledigt. So. Bevor du mich auf irgendeine Weise irgendwann überraschst. Genau. Okay, noch einer da oben. Nö. Doch da. Leider werde ich nicht mehr lange hier mich umschauen können, denn meine Zauber zumindest gehen zu Neige. Das ist schade. Oh Gott, was habe ich da ausgerüstet? Der Bogen des Todes. Ich muss ihn noch rausnehmen. Die zwei Damen ohne Probleme gekillt. Ist da oben jetzt noch jemand, der runter möchte? Nein, alles klar. Haben wir auch nichts. Was haben wir denn da für eine schöne Folterbank? Eieieiei. Schöne Streckbank hier, hä? Ja. Warum auch immer. So. Ah, 6660 Seelen. Da oben ist mein Freund. Kannst du dich mal umdrehen? Immer da, wo ich bin? Mal so ein bisschen variieren hier. Also ich könnte noch weiter nach oben aufs Dach. Oder... Na, ich weiß nicht, der Sprung ist ein bisschen tief. Also wenn wir zurückgehen, dann werde ich auch erstmal die andere Richtung, wo wir bisher ignoriert haben, auskundschaften, weil das ist ja wieder so ein riesiges Gebiet. Okay. Ach, einfach geil. Ja, schicke Verzierung mal wieder. Mache ich mir demnächst auch mal aufs Dach. Noch weiter nach oben. Ich frage mich, was da oben ist. Ich noch jemand freundlich? Wir haben, muss man sich mal überlegen, im letzten paar drei freundliche Leute, obwohl der eine, weiß nicht, der war sehr so neutral. Also ich will nicht behaupten, dass er freundlich war, aber dieser Katharina-Typ, der war freundlich. Wir könnten auch da reinbupsen, in diesen Turm da, eventuell. Ich bin mir nicht sicher. Aber zunächst bleiben wir hier, denn hier sehe ich was funkeln. Da oben. Also das wäre ja nichts für meine Höhenangst, ne? Aber der Held da, der macht das schon. So, ich hoffe... Oh, geil, mit den Vögeln und allem drum und dran. Weiß nicht, ich hoffe, das ist jetzt keine Falle. Das sieht so wie auf dem Serviertisch jetzt aus, wenn ich da hingehe. Oder das alles zusammenbricht, das könnte auch sein. Für das Item tun wir es. Flints Ring. Und da ist nochmal... Oh, geil. Mehr, wo ich noch überall hin soll. Soll ich mal auf dieses Dach springen? Nee, noch nicht. Jetzt gucken wir, ob wir... Nee, da komme ich nicht rein, oder? Moment. Dieses... Nee. Also in dieses Dingens komme ich nicht rein. Glaube ich zumindest. Ja, jetzt die Frage, wo wir hinspringen. Weil wenn wir jetzt anfangen, irgendwo runter zu springen... besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht mehr zurückkommen, ne? Das ist klar. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir entweder zur Auswahl, dass wir eventuell hier runterspringen. Und das wird mich fast noch am meisten reizen, dieser Turm da. Oder wir springen hier drüben runter.
war das jetzt? Ach nee. Nee, hier will ich nirgendwo springen. Oder war das die einzige Stelle, wo ein Sprung sinnvoll ist? Ja, weil das hier... Ja, genau, das ist alles zu tief. Nee, ich muss hier springen. Das wäre sinnvoll. Mal gucken. Ja, da drauf. Dass die Bretter das standhalten, ist faszinierend. Sieht alles schon so zerrumpelt und kaputt aus, aber... Wir können ja schon mal reinblinzeln, ob da jemand ist. Jetzt sehe ich niemanden. Gut, das kriegen wir hin, oder? Kein Fall Damage, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich heilen soll. Mal noch abwarten. Heimatsknochen, yes. Müssen wir langsam auch nicht mehr mitsparen. Was ich ja trotzdem tue. Ich sehe jetzt schon wieder das Gemecker von Mike und Miller. Die schönen Seelen, geh nach Hause. Ja, gleich. Oh nee, nicht so eine Hüpfpassage. Dann sollte ich euch wirklich jetzt nach Hause gehen, ist aber auch blöd. Außerdem wäre es doch langsam an der Zeit, dass wir hier mal runterkommen. Da oben ist jetzt nichts mehr für mich zu tun. Ich muss jetzt runter. Jetzt kann ich mir auch nicht mehr aussuchen. Ich habe ja hier mein, ach nee, ja, mein Fall Damage Skill habe ich theoretisch, ne? Wenn ich jetzt noch Magie hätte. Aber so tief ist das gar nicht, wenn ich es richtig anstelle. Aber ich bin in solchen Sachen leider nicht geschickt. Das finde ich so furchtbar an mir. Da drüber, das ist mir ein bisschen zu weit. Wo könnte ich noch abspringen? Irgendwie gar nicht, ne? Das ist blöd. Die Sache ist jetzt die, wenn... Es ist schon ziemlich tief. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme, wenn ich da abspringe. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Ich kann mein Gespenst nochmal machen. In der Beschreibung des Zaubers steht, man kriegt keinen Fall Damage. Das heißt nicht, dass er reduziert wird. Ich dürfte keinen Fall Damage bekommen. Rein theoretisch sogar, wenn ich bis ganz nach unten fliege. Aber ich traue dem Spiel das nicht zu. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich nicht nur meine 6000 Seelen, sondern auch die 3000, die noch in der Kirche liegen. Ich könnte jetzt mit dem Heimatknochen zurückgehen. Oder ich traue mich diesen Sprung und verliere eventuell 6660 Seelen plus eventuelle 3000, wenn ich da nochmal zurückgetappt wäre. Weil darüber springen, das ist so eine Sache. Ansonsten sehe ich hier keine Möglichkeit. Ah, wisst ihr was? Ich bin mal so frei und lese die Nachricht. Ah, gut, hinsehen und dann Mut wird benötigt. Ja, der meint das da hinten, ne? Gut hinsehen und Mut wird benötigt, ja. Soweit war ich auch. Mut, aber ja, Mut bei 6660 Seelen ist halt so eine Sache. Wir hatten schon ewig lang auch kein Feuer mehr, ne? Und ich habe halt die Hoffnung, dass da unten eins ist. Und dann hätte es sich so ausgezahlt einfach. Scheiß drauf, Mann, das wird jetzt gemacht. Mit meinem Gespenst. Oh shit, das ist ausgegraut. Aber das muss doch noch reichen. Das hat nicht viel gekostet. Der Seelenfall geht sogar noch. Warum ist mein Gespenst ausgegraut? Vielleicht ist es immer ausgegraut. Also ohne Gespenst würde ich es mir, glaube ich, nicht zumuten. Von wo soll ich abspringen? Von da? Vielleicht schon eher, ne? Ja, so. Und dann... Da, wo das Dingens ist. An dem Balken, der raussteht quasi. Dass das so mein... Es reicht nicht. Es reicht tatsächlich nicht. Shit. Nee, das ist mir jetzt zu hot. Ich habe keine Lust, die Seelen zu verlieren. Also mit dem Zauber hätte ich es getan. So ist mir das einfach zu heiß jetzt. Sorry. Muss auch mal sein. Feuerbandschrein. Ich überlege gerade, wir haben... zwei neue gesehen. Ich weiß, ich glaube aber irgendwie nicht, dass die im Schrein sind. Aber ich will zum Schrein, denn wir haben ja noch ein paar Goodies. Und zwar... Ach, jetzt klingelt es. Einen Moment, bitte. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Aber in meiner Meinung habe ich natürlich nichts geändert. Ja, tut mir echt leid, aber... Ich würde selbst gerne runterspringen, aber das wäre echt so schade um die Seelen jetzt. Wir müssen... Dieses Hin und Her.
Ah, wenn ich sterbe, die 6000, wenn ich nur einen Ring hätte. Nein, 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 wir gehen jetzt zum Feuerbannschrein. So habe ich nämlich noch die Chance, die 3000 aus der Kirche zu holen. Und dann würde ich gerne noch in die andere Richtung. Wir kommen da ja wieder hin, das ist ja kein Ding. Also, wir haben auch so viele neue Sachen, die will ich mir mal in Ruhe jetzt anschauen. Machen wir jetzt für den Rest des Parts einen ruhigen Part. Ne, schon mal angekündigt. Rest des Parts nur Feuerbannschrein, neue Items checken und so weiter und so fort. Eventuell auch ein paar neue Gesichter hier sehen. Interessant wird es dann wohl erst wieder ab dem nächsten Mal. So. Jetzt will ich zum ersten Mal den untoten Knochensplitter verbrauchen, den ich gefunden habe. Wir verbrennen ihn. So, Leuchtfeuerstufe 2. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Aber ich meine, gehört zu haben, kein Untot. Dass jetzt meine Flakons stärker heilen? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt. Doch, da steht's. Estus Flakon plus 1. Und Asche Estus Flakon plus 1. Wunderbar. Gut, so weit, so gut. Das ist super. Alles klar, jetzt. Mensch, was soll ich denn machen? Die 6-2-Abmischung lasse ich. Das Gespenst mache ich wieder hier drauf. Ich guck mal schnell, ob hier irgendjemand Neues ist. Ich glaub's nicht. Aber mal schauen. Wartet mal. Mir fällt gerade was ein. Hat die nicht. Habe ich nicht was mit Asche gefunden? Hat die nicht gemeint, wenn es irgendwas mit Asche und dann kann sie. Hat sie was Neues oder so? Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Anscheinend nicht. Doch, Schattenasche hergeben. Asche eines Bestatters hergeben. Die haben wir nämlich gefunden. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Super. Damit hat sie ihren Sortiment aufgefrischt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was sie jetzt so hat. Also sie hat noch Glut, jede Menge sogar. Ich nehme an, dass jetzt drei hinzukamen, weil das zweimal da steht. Dann Reparaturpulver, lila Moosklumpen, Brandbombe, kennen wir alles noch. Verkohltes Kiefernharz, kennen wir mal. Vertrautes Harzbündel. Menschliches Harz, fügt der Waffe der Rechenheit dunkel hinzu. Das könnte neu sein. Fügt der Waffe der Rechenheit vorübergehend dunkel hinzu. Normalerweise in der untoten Siedlung genutzt für die Konservierung und bei Begräbnissen. Kann aber hier zu reifen, wird durch eine wertvolle Substanz, die in einer bestimmten Zeremonie genutzt wird. Wird zu Höchstpreisen gehandelt. Ja, das stimmt, das sehe ich gerade. Okay, hier gibt es jetzt auch Köderschädel zu kaufen. Es gibt mal wieder Prismasteine. Warmer Kiesel, der eine herrliche Wechselaura aus 7 Farben aus höchst raren 8. Der höchst raren 8. Farbe verströmt. Das haben wir dann anscheinend doch schon mal gelesen. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Hier gibt es Heimatknochen. Speckstein, der getrocknete Finger. Der Grabschlüssel. Der ist neu. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja hier noch den Turmschlüssel für 20.000. Aber so viel habe ich halt noch nicht. Aber der Grabschlüssel, den können wir uns leisten. Schlüssel zur Tür der Kanalisation der Untotensiedlung. Schlüssel zur Tür der Kanalisation. Ich glaube, ich weiß, was die meint. Ich glaube, ich erinnere mich da duster. Wir kaufen den mal. Sehr gut. Wird wahrscheinlich eh nur als, mehr als Abkürzung dienen oder so. Jetzt hat sie auch Seelenpfeil und Pharaons Stachel. Und die Heilungshilfe. Aber da wird ja wieder Wille bzw. Glaube benötigt. Das ist ja nicht so mein Ding. Dolch, Kurzschwert. Skimitar. Stab des Zauberers. Talisman, die Fackel, die habe ich mir bereits einmal gekauft. Kriegsrundes Schild. Die sind uninteressant. Dann haben wir hier eine Kettenrüstung. Die ist für uns zu schwer, unnötig. Pfeile haben wir noch genug. Und das scheint es gewesen zu sein. Okay, gut. Ja, ein paar Neuerungen. Jetzt nicht überwältigend, aber vielleicht finden wir wieder irgendeine Asche. Und das wird von Mal zu Mal besser. Ich rede mal mit ihr. Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Then thy pockets will o'erflow with souls to trade to me.
So, so. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Aha. With ash, I'll... Is it not our sorry fate? Gut, also das ist kumulativ. Wir können ihr noch mehr Schattenasche bringen anscheinend. Sehr gut. So weit, so gut. Verlassen. Ashen One, be sure to bring more souls. Ja. So, bei der Gelegenheit gucken wir jetzt mal an, was wir da an Rüstungen noch bekommen haben. Außerdem, wir haben auch Ringe bekommen. Schauen wir uns mal Flints Ring an. Verringerte Belastung, erhöht körperliche Angriff. So, das klingt doch ganz gut. Der Ring des gefeierten Diebes Flint reduziert die Belastung und erhöht die Angriffskraft. Cool. Wir können, glaube ich, wenn wir hier wechseln, das genauer sehen. Ja, das ist doch prima. Flint kämpfte mit dem Wind in den Rücken und galt unter den Armen und Schwachen als Held. Selbst seinen Bewunderern war jedoch klar, dass die Geschichten kaum mehr als romantisierende Legenden waren. Tja, aber ein Ring existiert davon dennoch. Und ich möchte mal behaupten, dass wir den anziehen. So, das war ja das, was uns schwächer macht. Schadensminderung, hier sieht man es auch nochmal. Und nee, das will ich nicht nach wie vor. Jetzt gehen wir rüber zu den Sachen, die wir gefunden haben. Da gibt es zum Beispiel, klar, für Lothricheim, wie ist unsere, wo ist unser aktuelles Gewicht? Da oben, Belastung. Oh, wir haben momentan 55%. Okay, wenn ich das hier anziehen würde, würde es runtergehen, allerdings auch die Verteidigung minimal. Dafür gehen die Elemente etwas hoch. Klerikerhut. Ein von Klerikern, die zu Untoten wurden, getragener Hut. Die typischen Gewänder für blau gekleidete Wanderer. Das heißt, den Klerikern wurde eine Pflicht anvertraut, die immer noch unbekannt ist. Und hier haben wir noch den Arbeiterhut, aber ich glaube, den kennen wir schon. Der Klerikerhut. 1,4. Ja, das ist halt physisch betrachtet nix, ne? Geht mir zu stark runter. Magie geht mir zu wenig hoch. Reicht mir jetzt nicht. Das ist mir zu schwer. Das auch. Nein. Nein. So, hier haben wir. Ja, das geht halt voll auf die Elemente. Ich verstehe schon. Es sieht bestimmt schick aus. Keine Frage. Das ist auch nichts. Aber wir lesen mal. Ein von Klerikern, die zu Untoten wurden, getragenes Gewand. Es gehört zu den unverwechselnden leuchtenden blauen Roben. Es heißt, den blau gekleideten Wanderern wurde eine Pflicht anvertraut. Sie trugen große Abdeckungen auf ihren Rücken, um sicherzustellen, dass die Untoten unter ihrer nicht zu Brutstätten der Finsternis werden konnten. Arbeitergewand, das müsste ich eigentlich schon mal gelesen haben. Haben wir hier Nordlandrüstung, das muss neu sein. Was hatten die an Werten? Ja, das sieht nett aus. Hat aber eine Belastung, ja, eine deutlich höhere Belastung halt. Nicht so schön. Eisenrüstung eines standhaften Kriegers des Nordens. In ihr ist ein Kettenhemd mit eingearbeitet. Eisenschutzkleidung bietet eine überlegene Schadensminderung, dass sie aus dem Norden stammt. Schützt sie zudem auch gegen Kälte. Wie ist denn das? Kälteresistenz? Hier, 241. Na gut, die 20 Pünktchen. Ich weiß nicht, ob die so groß rausreißen. Aber immerhin. Ich weiß nicht, vielleicht wechsle ich mal auf so eine mittelschwere Rüstung. Ich weiß noch nicht. Man hat mir ja gesagt, bis 70% wäre noch alles. Also es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt bei 50 oder bei 69% bin. Von daher könnte ich es mir überlegen. Ich bin ja so oder so in der Mid-Roll. Jo, ist doch so, ne? Wir gucken uns noch den Rest an. Da ist das nur so ein bisschen spärlicher. Ja. Handschuhe aus dickem Leder und einen standhaften Krieger des Nordens. Ja, das kennen wir alles schon. Moment, da war noch das andere. Kleriker, die Untoten wurden typische Kleidreißende. Die Pflicht. Ne, da ist nichts Neues. Und dann hier noch die Stiefel. Da haben wir noch die Arbeiterhose. Die kennen wir schon. Die Klerikerhose. Auch nichts Neues. Und Nordlands. Sondern auch der Wärme. Speichert auch Wärme und Schutz gegen Kälte. Ja. Okay, also ganz nach dem Motto, es ist so, dass so eine Mid-Roll bis 70%, werde ich mich jetzt doch mal temporär umkleiden. Ich würde dafür nichts kaufen, aber das, was ich habe, kann ich ja eigentlich nutzen. Die Belastung geht auf 31 hoch. Die Magie, ja gut, meine Magieresistenzen leiden darunter, aber das ist momentan noch relativ selten, Magie auf mich. Ich werde auf jeden Fall die Assassinenrüstung behalten. Obwohl, ja doch.
der von dem abgesehen könnte ich auch das nehmen. Das hätte ein besseres Gewichtsverhältnis, aber dann wird halt, nee, ich werde das behalten, auf jeden Fall. Ich werde alles behalten. Und das erstmal wechseln, weil wir momentan mehr physischen Shit bekommen. So, bis 70, unter 70%, vielleicht wollen wir noch etwas wechseln. Vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr auf Magie gehen und hier die Prozente wieder ein bisschen runterdrücken, vielleicht. So ein bisschen als Ausgleich dienen. Hier wären wir schon über die 70, das geht nicht. Den Nordlatem will ich nicht. Ich ziehe mich jetzt hier komplett um, von jedem etwas. Das wird total bescheuert aussehen, aber ist mir egal. Das ist halt, ich glaube, hier lasse ich die Dinger an. Und bei den Stiefeln nochmal schnell gucken. 62%. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was für die. Ja, das macht ja kaum was hier. So. Das macht ja kaum was aus. Okay, dann zeig dich mal. Oh. Die Gem ist halt kalt. Ich glaube, so einen Fetzen habe ich schon mal angehabt, da wo sie mal so ein Lappen hinterher hängt. Hatte ich doch schon in Dark Souls 2 oder. Ja, nee. Ich hatte schon mal so einen Fetzen auf jeden Fall gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie fühlt es an? Ja, es ist wie die ganze Zeit, ne? Halt unter 70%. Und unter 50 komme ich momentan eh nicht. Gut. Ach, Mann, ich wollte eigentlich noch so viel machen und jetzt haben wir uns hier schon wieder so extrem verquatscht. Beziehungsweise umgerüstet. Ich würde sagen, ich werde jetzt ausnahmsweise noch ein bisschen offline hier rumgucken, ob ich noch irgendwas machen wollte. Ich werde leveln. Wahrscheinlich werde ich auf Vitalität gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Dann werde ich eventuell die Rettungsaktion der 3000 Seelen machen in dieser Kirche und vielleicht nochmal mit voller Energie diese Eisbestie probieren. Da hatten wir ja das letzte Mal nicht die Möglichkeit, die zu machen. Wegen fehlender Heilung etc. Und dann gehen wir mal in dieses Gebiet, wo ich einen Boss vermutet hatte. Bevor wir wieder dann dahin gehen, wo wir heute aufgehört haben. Ah, there you are. I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Ah, verdammt. Was mache ich da jetzt? Plündern schicken klingt ja eigentlich total nach meinem Stil. Also, es klingt doch gut. Er geht plündern, er verkauft's mir. Wir sind alle glücklich. Die Frage ist nur, wen plündert er? Und ich hoffe, er ist wirklich ein Dieb und kein Meuchler. Kein Mörder dabei. Ich vertraue ihm mal, dass er wirklich nur plündern geht. Das sollte ja keinem wehtun. Vor allem mir nicht, wenn ich es dann kaufen kann. Ein komisches Bauchgefühl habe ich schon, aber ich werde ihn plündern schicken gehen. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Ich bin ja mal gespannt, ob das wirklich gut war. Grey Rat the Thief. Okay, jetzt hast du aber dein Inventar natürlich noch nicht aufgefrischt. Du musst erstmal plündern gehen, ne? Ja, du musst erstmal plündern gehen, dann tu das demnächst mal. Aber verschone mal. I will leave for some time. Und für Freunde. So long for now. Do ja. Stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Alles klar. Ich fühle mich doch. Es fühlt sich doch irgendwie schwerer an, oder? Aber ich war schon die ganze Zeit über 50%. Das muss immer noch die Mitwort sein. Das liegt jetzt nur an der schwereren Rüstung, dass ich mich ein bisschen träger fühle. Anders kann es nicht sein. Hi. Oh. I would do any. Wollte nur gucken, ob es da was Neues gibt. Wahre Stärke entfalten. Darf ich das schon wieder machen? Ich habe ja schon gelesen, es soll so eine Art Questreihe geben. Ich weiß nicht genau, was die Voraussetzungen sind, aber es soll öfters vorkommen. Mal gucken, ob es nochmal geht. Then shall we begin? Anscheinend geht's wieder. Bearer of the dark sign,
Let your true strength shine. Ja, cool. Ja, prima. Kostenloses Leveln. Das ist super. Ich überlege gerade, ob ich wirklich auf Vitalität gehe. Also ich gebe euch noch den Plan mit. Ich werde jetzt gleich den Dings schließen, dann noch zur Seelentussi gehen. Ich werde... Kondition haben wir jetzt schon auf 15. Ja, Belastbarkeit lassen wir erstmal so. Stärke habe ich noch keinen Grund. Intelligenz reicht momentan auch meiner Meinung nach noch aus. Ich werde auf Vitalität gehen, vielleicht auch noch ein bisschen auf Kondition. Das ist momentan am wichtigsten. Danke. Eigentlich hätte ich erst die Seelen ausgeben sollen und dann dieses Level aufsteigen, weil jetzt ist es seelentechnisch teurer. Oder? Ist doch bestimmt so. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, ja, das kenne ich schon. Du hast jetzt aber nicht deswegen irgendwas aufgefrischt hier, oder? Nee. Alles klar. Be safe. Gut, das hat sich doch mal wieder gelohnt. Und ich freue mich dann schon aufs Leveln und erneut aufs Aufbrechen zur Kirche. Und was weiß ich nicht noch, wo überall es sind. Ich freue mich schon sehr, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, bis es hier wieder heißt Let's Play Dark Souls 3.